In unserer heutigen Folge schauen wir uns an, wie man Panzerglasig craftet, was viel stabiler ist als normales Glas. Aber wie funktioniert denn das? Zuallererst achte darauf, dass du deine Minecraft-Edition auf die Chemie-Edition umgestellt hast. Sobald wir das erledigt haben, können wir anfangen. Für unser Panzerglas gehen wir wie immer erstmal einen Verbindungserzeuger ran. Dafür holen wir uns denn einmal zweimal Aluminium raus und dreimal Sauerstoff. Daraus erhalten wir denn Aluminiumoxid. Für den nächsten Schritt holen wir uns zweimal Bor raus und wieder dreimal Sauerstoff. Daraus erhalten wir Bordrioxid. Die einzigen weiteren Zutaten, die wir nun brauchen, sind noch Glasblöcke, ganz normale. Dafür gehen wir jetzt einfach in eine Werkbank ran und verteilen jetzt erstmal unser Aluminiumoxid, am besten oben, und unser Bordrioxid platzieren wir einmal unten. Nun schnapp dir deine Glasblöcke, die Farbe, wie gesagt, egal. Wir können ganz normale Glasblöcke nehmen. Oder ich nehme jetzt hier auch mal zur Ansicht ein paar Orange. Und ein bisschen violettes Glas nehme ich auch nochmal. Und somit haben wir jetzt unser Panzerglas, was wirklich stabiler ist als normales Glas. Und damit ich dir das auch zeigen kann, dass das wirklich stärker ist als normales Glas, habe ich hier nochmal ein normales platziert. Gucken wir mal. Zack, das ist schon kaputt. Und hier bei dem muss man einfach ein bisschen länger hauen. Also es ist wirklich etwas stabiler. Das ist wie, als wenn du auf einen Stein einhaust ohne eine Spitzhacke. Übelst lange, wir können ja mal gucken, das geht relativ fix und hier muss man schon ewig draufhauen. Also wirklich massives Panzerglas. So einfach kommt man also am Panzerglas ran. Viel sicherer als normales Glas. Wenn dir das Video gefallen hat, schau mal in der Infobox, da gibt es noch weitere solche tollen Videos. Andernfalls vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, dann bist du immer auf dem laufenden Stand und verpasst kein Video mehr. Hiermit bedanke ich mich dann wie immer fürs Zusehen, wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und dann haut's rein und ciao.